die ganze Rosse, die kriegt dann den Ritter, ne? Ja, soll ja vielleicht bewirkt sein. Ach so. Also wir werden vielleicht das große Glück haben, dass wir es wirklich sehen können. Wenn auch nur zu 80%, aber immerhin. Mhm. Nee, ist doch aber schön. Also ist ja interessant mal. Wir sehen es ja nun nicht mehr. Und die Kinder ja auch nicht mehr, ne? Ja. Wer erlebt das denn schon? Nein, seit 2001. Ja, naja, sehen Sie. So. Und hier war das 2001? Kann ich da mal zwischen laufen, ja. Ja. So, okay. Na dann, viel Spaß. Dankeschön. Danke. Wird uns ja nicht wehtun, ne? Nee, und glaube ich auch nicht. Spandau, Cottbus. Cottbus. Ja. Bekannt, Cottbus? Ja, natürlich. Ich glaube schon. Ja, ne? Da gibt es doch Postkutschkasten, nicht wahr? Genau, genau, genau. Und da kommt das nicht vorbei? Sicher, aber da wird direkt da sein. Ja. Das haben wir ja. Hier ist heute einmal frei. Wir haben einigermaßen Blick jetzt hier. Die Kinder ertappen also schön mit hier. Extra deshalb hierher gekommen? Nein, nein, ich bin zu Besuch hier. Sie zu Besuch gucken? Bei meiner Schwester, ja, das mache ich. Renate, komm doch mal bitte her. Renate, komm doch mal bitte her, dass du hier auch gucken kannst. Das wird größer jetzt, komm her. Ja. Das wird größer. Das Das ist ein Atemal, das ist ja. Vier. Ja, ist das, ja. Die in 4 oder 10. Aha. Ja. Ja, der Zehner ist ein ganz guter, der Zehner verspiegelt, wie Sie ihn da haben. Ja. Ich hatte 8 bis 13 ausprobiert und der Zehner und 11er, die waren schon sehr, sehr gut. Das wird größer jetzt. Das wird wieder größer, ja. Ja, wir haben so ein Glück, dass wir hier wollten. Ja, genau. Schön warm und trocken, ein bisschen von der Sonne abgewandt, ist die Anna hier in ihrem Kinderwagen. Wie nennt sich denn so ein Gestell? Ist das ein Buggy? Kann es sein? Ich glaube, heutzutage heißt das Euro-Shopper. Also ein Euro-Shopper ist was anderes als ein Buggy? Ein Euro-Shopper ist was anderes als ein Buggy. Und ihr habt euch gerade hier so ein bisschen Sonnenfinsternis angeguckt? Genau, aber so finster war es ja gar nicht. Wir dachten, das ist richtig dunkel. Die Lisa ist ganz enttäuscht gewesen. Habt ihr denn eine Taschenlampe mitgehabt? Nein. Hast du eine Taschenlampe dabei gehabt? Nee. Nee, ne? Nee. Das war gar nicht dunkel, ne? Weiß ich auch nicht, warum das nicht so dunkel war. Aber war das anders? War das Licht komisch? Das Licht war so komisch, ne? Ein bisschen das war gar nicht so hell, war das. Das war irgendwie so, wie war denn das, Lisa? Weißt du das? Nee. Das hast du doch gesehen. Ist das ein bisschen dunkler geworden, ne? So wie abends? Das war so ein komisches Licht, ne? Da wusste man nicht, ist das jetzt abends? Seid ihr hier aus Kiel, aus Schilksee? Ja, wir machen hier Urlaub. Wir sind aus Berlin. Aus Berlin, da haben wir schon fast ganz Deutschland durch. Ganz Deutschland trifft sich hier in Schilksee. Anna, Lisa und Birgit. Der Nabel der Welt. Ja, 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 ja. Und in Berlin, konntet ihr das, kann man das da auch sehen? Ja, das denke ich wohl, dass man das da auch sehen kann. Nur wahrscheinlich noch etwas besser als hier, weil es etwas südlicher liegt. Ja, ja, ja. Mhm. Und als Brille, was habt ihr denn da genommen? Eine normale Sonnenbrille. Eine schnöde normale Sonnenbrille. Und das ging gut damit? Es ging so. Ja. Man konnte schon ein bisschen was sehen. Ja, hat man ja vorgewarnt. Ne? Das sollte ja nicht, das sollte ja nicht zu hell nachher sein. Aber naja. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß hier in Schilksee und bis zum nächsten Mal zur Sonnenfinsternis. Nächste Sonnenfinsternis. 2081, nicht? Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss Anna. Tschüss Lisa. Foto. Wenn wir so reinschauen, können wir blind werden. Was siehst du da? Ja, da kann man fast sehen, dass die Sonne immer kleiner wird. Vielen Dank. Dankeschön. So, jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wann wir vorgegangen sind. Wo seid ihr her? Wir sind aus Itzehoe. Extra hierher gekommen? Nein, wir machen sie extra wegen Urlaub hier. In Itzehoe haben wir bestimmt auch ein Sonnenfest. Ja, Itzehoe ist schon Duster, glaube ich. Ja, bestimmt. Oh, hoffentlich wird das auch wieder hell. Denn. Und wann sehen wir uns nun im Fernsehen? Überhaupt nicht. Was geht da eigentlich vor bei so einer Sonnenfinsternis?
der Mond schiebt sich zwischen Erde und Sonne. Und das ist nicht so häufig, sagt man, ne? Nee. Und könnte es auch eine Erdfinsternis geben? Nee. 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 Auf dem Mond, die Astronauten, was? Naja, wenn sich die Sonne... Also einen Erdschatten gibt es auf dem Mond, ja, das ist klar. Ja, ja. Ja, aber das ist keine Erdfinsternis. Jupiter-Schatten. Ja, Schatten schon, aber es ist keine Finsternis. Also nicht das, dass ein fremder Betrachter praktisch Gestirn sozusagen verdeckt sieht. Ja? Ja, und wollen wir die nächste auch noch erleben? Ich wird wohl mit kaum möglich sein. Ne? Die nächste Sonnenfinsternis, wann ist denn die? Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, ob ich die noch erlebe. Du vielleicht. Ja, nicht, wenn ich so weitermache. Andrea, siehst du was? Also das ist natürlich ein Ereignis, was natürlich erst in 135 Jahren wieder stattfindet. Ja, die Sonne ist fast so mal so gut wie weg. Ja, das Einzige, was wir jetzt sehen, ist ein Sichel. Schade, dass es bewölkt ist. Habt ihr nur eine Brille? Ja, nur eine. Schade. Es hat aber zwei Gläser, ne? Ja. Vielleicht durchschneiden. Ja. Jeder diesen Moment sehen. Schade eigentlich, ja. Wo seid ihr her? Aus dem Harz. Aus dem Harz. Auch aus dem Harz. Osterode und Bad Lauterberg. Ja. Ja. Extra deshalb hergekommen? Noch. Nein, nein. Wir sind schon ein paar Tage hier. Ja. Dann auch extra die Brille mitgebracht oder hier gekauft? Nein, die habe ich geschenkt bekommen und ich habe gedacht, naja, schauen wir mal, vielleicht können wir auch was von Kiel sehen. Ja. Eigentlich war ja die Rede von München und aus Bayern. Ja. Aber dass wir das hier auch so gut sehen können, das war natürlich nicht, hatten wir natürlich nicht gedacht. Ja, ist natürlich eine Faszination, ist schon toll. Ist schon überdeckend jetzt? Ja. Ganz schnell mal. Ja, noch nicht ganz überdeckend. Kinder, wollt ihr auch noch mal? Ja. Also so nicht. Also so. Das ist ja ohne Spritz an den Enden. Wir schauen uns jetzt die Sonnenfinsternis an. Aber bis jetzt sehen wir noch gar nichts. Wo seid ihr her? Von Kirchheim bei Stuttgart. An der Teck? Nein. Am Neckar. Und wir wollen uns jetzt die Sonnenfinsternis anschauen, hier in Kiel. Und ja, wir warten einfach noch 20 Minuten. Kann man schon was sehen? Nein, noch gar nichts. Keine Wolken. Super. Ah, die anderen sehen schon was. Was? Die anderen sehen schon was. Ja, eine halbe. Ich weiß auch nicht, halber Mond oder halbe Sonne ist zu sehen. Ja, aber was das genau ist, weiß ich nicht. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so einfach ins Licht guckt und so viele Leute machen das Gleiche und kriegt man da nicht so ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl wie auf unserem kleinen Sandkorn Erde? Ja, wenn jeder schaut ja sich das Gleiche an, stimmt schon. Bisschen. Hm? Bisschen weißt du. Jeder wartet aufs Gleiche. Wir kommen aus Mainz und sind in Plön. Da haben wir eine Ferienwohnung und sind jetzt hier als Tagestouristen hier in Schilksee bzw. in Kehl. Extra deshalb? Ja, da haben wir einen schönen Platz gesucht, wo man die Sonnenfinsternis ganz gut sehen kann. Und wie ist der Stand der Dinge jetzt? Ich kann ja nichts sehen durch die Kamera, ich darf das ja nicht. Ist schon gut halb bedeckt. Wie lange hat das gedauert? Wann fängt das so an? Ja, so eine dreiviertel Stunde, halbe Stunde. Ach, so lange ist schon in Gange? Ja. Mhm. Ja, jetzt warten wir. Zurzeit haben wir so durch die Brille geguckt, so, ja. Ja, dreiviertel ist zu. Sieht aus durch die Brille wie ein Halbmond oder ja, die Nacht. Und es ist ein bisschen kühler, gell? Habt ihr was mit Astronomie zu tun oder seid ihr ganz unbedarft in dieser Sache? Total unbefleckt. Was passiert denn da eigentlich bei der Sonnenfinsternis? Ja, da schiebt sich der Mond vor die Sonne. Also, von uns aus gesehen? Ja, von uns aus gesehen. Magst du?
Also es ist aber schönes Wetter. Möchte aber gucken. Das Licht ist ja. Zurzeit sieht man noch ungefähr ein Viertel von der Sonne. Wir haben schönes Wetter, keine Wolke davor. Und wir gucken durch das Schweißglas, also ziemlich dunkel. Jetzt gebe ich das meinem Sohn, da kann er auch mal sehen, was er sagt, was er sehen kann. Guck mal. Wo seid ihr her? Wir kommen aus Braunschweig. Extra deshalb? Unter anderem auch, ein bisschen. Also einen Versuch, Brille zu kriegen, haben wir auch nicht bekommen. Augen zu. Sind aber extra am Strand gefahren, damit wir es vernünftig sehen können, nicht in der Stadt. Ich sehe nur ganz kleines bisschen von der Sonne und der Mond. Den sieht man am meisten. Aber hier auch ein bisschen gelber. Ihr habt ja heute gerade gesegelt und gar nicht auf die Sonnenfinsternis und so geachtet. Doch, wir haben mal aufgeguckt. War ganz schön hell. Hm? Hattet ihr denn eure Sonnenbrillen auch aufgehabt? Konnte man das sehen? Als die Wolken vor waren, da konnte man sehen. Also vorher war es ein bisschen hell. Ja, ich meine, Europa muss man sich auch einigermaßen konzentrieren, gerade bei diesem Wind, der jetzt auch zunimmt. Ja, das war beim Reinfahren. Hm? Ja. Wie liegt ihr so in der Rangliste? Ihr habt ja eine Trainingsgruppe hier, nicht? Ja. Wie liegst du so? Wir sind so die ersten 5 von Deutschland. Das heißt, okay, die ersten 500 Euro. Christiane, du bist ja auch schon mal in einem UK-Film sogar aufgetreten. Wie ist es für dich zurzeit? Wie, wo ich jetzt noch mal von deinen Zahnschmerzen komme. Von deinen Weisheitszähnen. Genau. Also ich habe nämlich eine Operation mit Weisheitszähnen gehabt und jetzt fühle ich mich gar nicht so gut eigentlich. Ja. Und wir trainieren dann ein bisschen mit Segeltesten und ansonsten geht noch alles aber ganz prima aus. Ja, bis zur nächsten Sonnenfinsternis, Christiane. Sieh mal zu, dass du unter die Dusche kommst und dann ins Bett oder was wegen Schmerzen. Hast du noch Schmerzen? Ja, im Moment ist wieder ein bisschen böse geworden, aber ich denke, ich hatte noch Sicherheit. Tut mir leid. Danke trotzdem. Viel Erfolg weiterhin. Danke. Und du bist der gute Trainer? Nein, ich bin der Segelmacher und versuche für die Damenstelle Segel zu bauen. Wie macht man sowas? Doch, man nimmt da so ein paar hundert Meter Tuch, schneidet da ein paar krumme Schnipsel raus und näht es zusammen und... Ja, so sehen ja manche Segel auch aus. Aber erzähl mal, wo liegt da der Pfiff? Ja, der Pfiff liegt eigentlich in der Zusammenarbeit zwischen den jungen Ladies und dem Segelmacher, dass in Absprache, wenn was verändert wird am Segel, möglichst zaghaft verändert wird und nicht zu radikal. Und da muss man sich halt millimeterweise dran tasten und gerade eben sah die Sache schon ganz gut aus draußen auf dem Wasser. Konntest du dich darauf konzentrieren, dass heute mal irgendwas Besonderes stattfindet? Oder warst du ganz so im Banne deiner Ladies, deiner Segel? Die einzige Finsternis ist die für die Konkurrenz, wenn der deutsche A-Kader schneller wird. Alles andere ist das jetzt. Und der ist ja wohl zurzeit sehr gut mit der Christiane und Peter Birgit, ne? Oder Peter, ja. Also ich würde mal sagen, in der Form, wie wir die Zusammenarbeit jetzt geplant haben, denke ich, werden die Deutschen da eine Chance haben, was Sinnvolles zu ersegeln. Ja, Sonnengucken macht hungrig oder durstig vielmehr, wie man sieht. Hubert, hier bei den Bauernstuben ist ja gar nicht so viel los. Sind die alle in Stuttgart? Ja, vermutlich gucken sie oder live im Fernsehen. Ja, und was habt ihr hier so erlebt? Ja, wir haben auch durch die Brille geguckt. Ja, aber hat das irgendwie zu, Umsatzstürmen geführt? Sind sie alle durstig geworden? Im Gegenteil. Ja. Eben, weil die in den Süden gefahren sind oder eben live im Fernsehen gucken. Also ihr habt hier gar nichts davon eigentlich so mitgekriegt. Nein. Und mal einen Blick hochgeworfen, so die das ganze Mannschaft, ja? Das haben wir. Dazu blieb Zeit, auch der Koch. Auch versucht zu fotografieren, mal sehen, was es geworden ist. Ja, das wird wahrscheinlich überbelichtet. Oder durch einen Filter, ne? Durch einen Filter, ja. Ja. Ja, die nächste Sonnenfinsternis habt ihr dann wann? 2000, was war das, 81 sowas? Ja, da werden wir wohl nicht mehr erleben. Nee. Einmalige Chance verpasst. Ja. Jetzt ist es schon 13 Uhr. Bald ist das ganze Spektakel wohl zu Ende und dann geht es ganz normal weiter. Ganz normal. Wie ist der Sommer bisher so gelaufen hier in Schelzi? Ja, nicht, kann man sagen. Schön viel Wind, schön viel hungrige Gäste. Segelwetter, hungrige Gäste. Ganz genau. Ja, Hubert, ne? Bauernstuben in Schelzi. Ist ein Begriff. Ja, ist ein Begriff. Gehört dazu, wie die Sonnenfinsternis zu Schelzi, ne? Ja. Danke sehr. Ja. Hast aber fein gemacht, Hubert. Wie die gehen, ne?